Jevtchenko. Die haben ihn getötet, oder? Er hat sie ständig provoziert. Und dann seine wilden Fluchtpläne. Mittlerweile isolieren sie uns so gut es irgendwie geht. Also gut, Mr. Jensen, ich bin dabei. Was ist unser nächster Schritt? Wir müssen Ihren GPL-Tracker abschalten. Ich weiß, dass Dr. Sevchenko an etwas gearbeitet hat. Ja, an einem Virenprogramm. Allerdings war uns die Sache zu riskant. Wir konnten schließlich nirgends hin. Leider habe ich es nicht. Reden Sie besser mit Nia oder der Clan. Okay. Dr. Koss, der Biochip, den Sie erwähnten, basiert er auf Sarifs Forschung? Ja, ich glaube schon. Erst dachte ich, wir würden parallel daran arbeiten. Aber ich habe lange genug mit Dr. Reed gearbeitet, um ihre Handschrift zu kennen. Außerdem habe ich in Detroit an etwas Ähnlichem gearbeitet. Und wegen Ihres Wissens sind Sie hier unentbehrlich? Bis zu einem gewissen Punkt, ja. Das hat uns wohl allen das Leben gerettet. Aber nach der Sache mit Dr. Sevchenko sind wir wohl alle entbehrlich. Außer Dr. Reed, nehme ich an. Wie kommen Sie darauf? Das ist mir ein Bauchgefühl, schätze ich. Damals in Detroit war uns allen klar, dass wir kurz vor einem wichtigen Durchbruch standen. Und hier? Tja, alle scheinen ihre Forschungen für äußerst wichtig zu halten. Das erklärt, warum sie in einem gesicherten Bereich festgehalten wird. Möglich. Aber jetzt geht's ja zum Glück nach Hause. Das ist kaum zu glauben. Ja, ist doch wirklich nett. Der Clan, okay. Dr. Koss, haben Sie irgendeine Idee, wo Sie ihn festhalten? Die habe ich. Ich habe einige der Wachen belauscht. Ich denke, er könnte im Keller der Biomech-Labors arbeiten. Aber ich bin mir nicht sicher. Okay, interessant. Okay, warten Sie hier, Dr. Koss. Wenn Ihr GPL vibriert, beginnen Sie Ihr Ablenkungsmanöver. Das ist das Signal. Alles klar. Viel Glück, Mr. Jensen. Und beeilen Sie sich. Ja, ich werde es machen. Keine Sorge. Erstmal alles lesen. Von Megan Reed, schon klar, Eric. Ich kann dich gut verstehen, aber ich glaube nicht, dass sie das zulassen. Mhm. Interessant. Somit haben wir zumindest schon mal den einen wieder gefunden. Also die meinen im Keller wäre ja. Dann schauen wir mal, ob wir ihn irgendwo finden. Wow. Da ist jemand. Okay. Ah. Hallöchen. Sie haben genug bewacht. Colvins Bürocode, okay. Das hätte ich am besten vorher wissen können, na jut. Egal. Ich hätte ihm auch den Fotokopierer in die Birne schmeißen können, aber ich glaube, das wäre nicht so nett gewesen. Ah! Sieh einer an. Hier ist ja endlich der PC, den ich gesucht habe. Hoffe ich mal. Und los! Zugriff gewinnt. Geschafft. Jut, keine Roboter. Na jut. So. Zumindest sehen die Kameras jetzt aus.
Hier ist schon wieder einer. Warte ich jetzt einfach, bis er hier vorbeikommt und dann hau ich ihm eine rein. Los, komm ruhig wieder zurück. Wenn's geht, bevor ich entdeckt werde. Gut, gut, gut. Los, komm zu Papi. Put, put, put. Und tschüss. Weg mit ihm. Wahrscheinlich muss ich da runter. Obwohl, von da bin ich ja gerade gekommen, oder? Yep. Von da bin ich ja erst gekommen. Second Floor waren wir schon. Wir müssten irgendwie jetzt in den Keller. Ah, hier vielleicht. Okay. Na gut, hab die Abstellkammer gefunden. Super. Okay, hier war ich schon. Wie zum Teufel kommt man hier in den Keller? Ich würde erstmal sagen, hier oben erstmal noch alle ausschalten und dann können wir weiter. Oh ja, hier sind gleich mehrere. Super.
erstmal hier lang. Jetzt, Attacke. Schlaf schön. Jetzt noch der Ene da, würde ich sagen, oder? Und eine Kamera. Doch die scheint aus zu sein, zum Glück. So. Und hier schlage ich dann noch K.O. Ja, komm ruhig näher. Und jetzt! Laserschrank. Erstmal gucken. Klar, die Sicherheitsvorkehrungen sind scharf, aber sie dienen nur unserem Schutz. Viele Dank Leute der Isolation hier konnte ich mich richtig konzentrieren. Außerdem sind die Einrichtungen hier top. Cool. So viel zum Thema ist im Keller. Wow. Hätte nicht gedacht, dass sie euch Typen aus dem Hochsicherheitstrakt rauslassen. Wir haben gehört, dass viele Probanden. Oder er ist doch im Keller. Na gut. Hacken, wir haben uns mal einen Weg hier rein. Ach, Stufe 3, das müssten wir eigentlich schaffen. Okay, sieht auch nicht sonderlich kompliziert aus. So, geschafft. Zugriff gewährt. Gut, bleib da stehen und gute Nacht. Hast dich wohl sicher gefühlt, weil der Laser war, ne? Ach, Koss. Sollte mich doch ruhig verhalten. Gibt es ein Problem? Nein. Sind Nia und Declan wohl auf? Ja, ja. Okay, warten Sie hier. Alles klar. Ja. Toll. Beim Falschen eingebrochen. Na, was soll's. Wenigstens haben wir jetzt eine gute Möglichkeit, auch so zu ihm zu kommen. Hier schon alles gelesen? Anscheinend nicht. Einfach mal alles durchsuchen. Die guten Leute pennen noch, aber so. Hier im dritten Stock war dann dieser Koss und dann. Mal schauen, wer war hier alles? Okay.
Ach, hier waren wir auch schon überall. Ach, das ist wahrscheinlich die Brücke, die gemeint war. Ja, hier sind auch wieder ein paar Idioten, die ich verprügeln darf. Sieht zumindest so aus. Okay, ich würde mich... Oh, da sind sie. Zum Glück bewegen die sich. Nein, nicht bewegen. Binden nutzen, bitte. Dorthin. Machen wir erstmal den stärksten von denen platt. Ah, ich bin immer noch unsichtbar. Jetzt. Oh, doch nicht mehr. Hat sich da drüben jemand versteckt? Oh oh. Hallo? Schön friedlich bleiben. Ich bin schließlich auch. Oh. Wow. 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 Oh yeah. Ja, Suppi. Feind ist auf der Flucht! Mist.